Moin und willkommen zum neuen Unboxing-Video hier auf meinem Kanal. Heute packen wir ein exklusives Sondermodell, die Baureihe 218-116-2 aus von Rocco. Von Rocco, die mit der Artikelnummer 7998. 88, also 7988. So. Passt. Also, diese Maschine, die seht ihr auch nochmal. Die Nummer, die Artikelnummer. Ja. Also, diese Maschine besitzt einen TB10 Dieselmotor und zwei Turbolader. Okay. Das ist ein Papier. Okay. Wir haben hier noch so eine Karte bekommen. Es ist sehr wahrscheinlich zum Draufpappen an auf die Lok, also finde ich jetzt halt nicht so geil. Ich weiß nicht, ob das jetzt halt zu der Lok dazugehört. 150 Jahre deutsche Eisenbahn. Ich weiß nicht, ob das jetzt halt zu Lok gehört, wirklich. Aber auf jeden Fall gefällt es mir nicht, dass man da noch was dazu machen muss. Ist immer schöner, wenn das schon alles so ist, wie es sein soll. So, dann hat man hier noch Zurüstteile zur Lok mit der Kupplung dazu, die Stabkupplung natürlich, und hier noch die Scheibenwischer, so auch noch dran machen. So, dann schauen wir doch zuerst mal zur Lok. Ja. So, das Besondere an diesem Modell soll jetzt sein, dass man die Dachhutzen hier, dass das einfach nur ein Dachteil ist, was man auswechseln kann. Man kann das zu zwei Hutzen, also zu parallelen Hutzen machen oder zu sowas, zu versetzten Hutzen. Finde ich eigentlich nicht so geil, weil dann hat ein Modell nicht mehr so, ja, man kann es halt verändern, das Modell ist halt nicht mehr, ja, vielleicht wisst ihr, was ich meine, das ist einfach, man kann dann das Modell verändern, klar, es ist gut, so wie man es halt braucht, aber dann hat es einfach nicht mehr diese Identität, so wie ich sie mir eigentlich vorstelle bei Loks oder so, dass die Loks einfach Loks sind,
so wie sie gebaut werden. Dass man das austauschen kann, ja. Mei. Sonst in Altrot gehalten, die 218. Das ist der Betriebszustand von 1985, so wie der jetzt hier ist. Wir müssen mal schauen, dieses Teil, was man da umbauen kann, das haben wir, glaube ich, auch noch mitgekauft. Das sollte da so bei sein. Ist es aber jetzt nicht. Hier im Paket ist es nicht drin. Doch hier habe ich es jetzt nicht gesehen. Ich glaube einfach, dass man nicht das komplette Teil hier, was wackelt, auch ein bisschen, dass man nicht das austauscht, sondern einfach das rausreißen kann, dass diese Hutzen rausreißen kann und einfach da rein stecken kann. So würde ich es jetzt halt mal denken, dass das funktioniert. Da müssen wir uns aber noch genauer informieren. Ja, ich denke mal, das war's schon mit dem Unboxing. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst wie immer gerne ein Like und ein Abo da. Ja, geht ja gerade recht gut aufwärts mit dem Kanal. Und ja, was uns natürlich sehr, sehr, sehr freut. Und natürlich gibt es zu dem Modell dann auch noch eine Vorstellung mit einem passenden Zug dann auch. Und ja, wir haben ja gerade eh noch viele Modelle offen. Und dann, ja, noch einen schönen Tag. Ciao.